Mahlzeit. Es kräht ja überall aus den Radios und überall. Man muss ja auch die andere Seite hören, damit man weiß, was auf einen zukommt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mittlerweile weiß, was auf uns zukommt. Ja, ich habe mich dann aufgemacht und habe Wahlplakate der Demonstrationen gegen rechts mal bei Google eingegeben. Boah, Junge, Junge, Junge. Als wenn die bei uns abgeguckt hätten. Schaut mal hier, wer nicht denkt und wer nichts weiß, glaubt dem ganzen Nazi-Scheiß. Ich sage ja immer, wer nichts weiß, der kann auch nicht denken. Ne? Beziehungsweise glauben heißt nicht wissen. Und ich glaube nicht, ich weiß lieber und so weiter. Als wenn die sich das abgekupfert hätten. Vielleicht ist es auch so, aber Junge, die fangen an, sagen wir mal, Argumente zu missbrauchen. Das ist eklig, das kotzt mich irgendwie an. Das ist gruselig. Und hier kunterbunt statt kackbraun und alles so ein Kram oder was war das noch? Das ist doch, ist doch eigentlich nur widerlich. Oder hier, gucken wir uns das mal an hier. Für Demokratie ausgerechnet. Aber das hat mich letzten Endes wieder drauf gebracht. Jetzt drehen wir den Spieß doch mal einfach um, verdammt nochmal. Wieso sind wir so leise? Wir mischen uns einfach unter diese Idioten mit drunter und halten die gleichen Schilder hoch. Na, nicht gleich, die ganzen gleichen Schilder, aber so doch. So, ich hatte doch gestern ein Video gemacht, ist doch mir egal. Wenn die draufschreiben, nie wieder Faschismus, na und, das will ich doch auch nicht, ne? Einfach mal das gestrige Video angucken. Ach, wahrscheinlich werde ich mal wieder einen Link hier oben anfügen und da geht er drauf und dann guckt er so an und dann wartet das ursprüngliche Video, nämlich dieses hier. Wir halten das Schild hoch, statt so dämlich, richtig auf Deutsch. Für wahre Demokratie. Niemanden ausgrenzen. Das können Sie sich raussuchen, diese Trottel, ob Sie sich angegriffen fühlen oder nicht, ne? Können wir ganz einfach mal machen. Was ist denn dabei? Denn wir sind auch für wahre Demokratie, aber wir sind für die wahre und nicht für irgendeine bunte Demokratie, irgendein Quatsch. Demokraten auf die Straße, natürlich, genau, da gehören wir auch mit hin. Und dann lasst uns doch diese Variante aufhängen. Leider hat es mich körperlich im Moment etwas erwischt. Ich muss mich diesmal wieder raushalten, aber in Berlin war ich beim zweiten Mal auch voll dabei als Schutztruppe. Dann haben wir tatkräftig mit dazu gemischt. Wer gucken will, 29.08.2020 Berlin. Da standen wir. Wie ein Mann. Naja. So, und dementsprechend habe ich dieses Wahlplakat für wahre Demokratie. Niemanden ausgrenzen, habe ich natürlich auch auf info-k.de veröffentlicht. Hier, wenn man auf info-k auf die Startseite kommt, dann ist bei selber Flyer drucken ein Klick. Und das kann man dann als Handy oder das kann man in allen Varianten gebrauchen. Na, das von gestern, beziehungsweise dieses Wahlplakat, das kann man dann extra ausdrucken und so weiter und so fort. Beziehungsweise, natürlich ist das ganz einfach. Aber, Leute, worauf kommt es mir jetzt an? Wir müssen mit drei Worten, immer nur drei Worte, maximal drei Worte, mehr kann ein Mensch nicht fassen, gleichzeitig, vor allem wenn es hektisch ist. Mit drei Worten müssen wir einen Gegenentwurf schaffen. Das ist sehr gut hier, für Demokratie. Vom Bunten, das macht schon wieder alles kaputt. Aber hier, lange lesen, habe ich keine Zeit bei der Hektik und so weiter. Sowas geht nicht. Nazis töten, leider sehr gut, weil es nämlich nur ganz knapp zwei Worte sind. Das geht bei den Menschen rein. Wobei das hier schon wieder kritisch ist, schon alleine wegen der Unübersichtlichkeit. Sowas kann man nicht machen. Und jetzt mein Aufruf. Wir machen unsere Wahlplakate und zwar deswegen auch auf Info-K die Farbvorgabe. Das sind nämlich genau die richtigen Farben. Genau. Und wenn das Rot nicht ganz zu stimmen scheint, es ist das Richtige. Und selbst das Schwarz habe ich rausgesogen und das Weiß und das Blau und das Rot. Alles echte Farben. Das müssen wir nehmen dafür. Dann hilft es auch. Und nur drei Worte. Und zwar zwei Forderungen. Für das, für was sich alle einsetzen, und zwar für wahre Demokratie. Und idealerweise die zweite Aufforderung mit zwei Worten, vielleicht drei Worte, aber für das sich auch alle einsetzen können. Und jetzt kommt der Zwiespalt in den Reihen dieser möchte gern klugen. Hey, was ist denn das? Die fordern ja das gleiche wie wir, aber die fordern es ja als böse AfD, wenn die uns unterstellen. Und sollen sie doch. Ist doch mir egal. Wieso sollten wir nicht das Gleiche fordern, was die glauben, von uns abgekupfert zu haben? Ja, also, und jetzt mein Aufruf. Ich bitte alle, solche kompletten Ideen als Text mit einzureichen. Ich habe gestern lange, lange hin und her gepuzzelt. Nur für, also nur wahre Demokratie oder mit Ausrufezeichen, mit Doppelpunkt, mit dies, mit das und habe so lange hin und her gefragt, auch was hältst du davon oder machen wir es so oder machen wir es alles nach links eingerückt.
Aber ich habe mich vor allem an diese Dinge gehalten. Hier sind sie manchmal auch schon viel zu viel. Das kann man schon kaum noch lesen. Aber hier, Deutsch statt Gendern. Ne? Das ist eine ideale, maximal drei Worte große Nachricht. Kinder machen Spaß. Jetzt vom Inhalt ganz abgesehen. Schluss mit der Kuscheljustiz. Ah, das ist schon wieder hier, hart, aber gerecht. Das geht. Und zwar, ich habe mich ganz stark daran gehalten. Und das sollten wir auch tun. Ich werde mich dann daran halten. Aber bei mir bleibt noch so viel Arbeit hängen, dass ich das dann in die richtige Form gieße. Und in die richtigen Farben habe ich es ja jetzt gegossen. Aber ich brauche Ideen. Lasst uns gemeinsam solche kurzen Botschaften entwerfen. Immer rein in die Kommentare und keinen Quatsch jetzt hier. Nur blaue Herzen oder sowas. Das bringt keinen vorwärts, keine Loblieder, nichts, gar nichts. Sondern wir müssen jetzt endlich was tun, um uns mit unter diese Trottel zu mischen, die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ausgerechnet, wer nicht denkt und wer nichts weiß, glaubt den ganzen Tag. So ein Blödsinn. Das tut richtig weh. Und deswegen müssen wir mal dagegen halten. Das geht so nicht. Wir können uns doch nicht unsere eigenen Ideen klauen lassen. Von solchen Leuten, die sonst keine Ideen haben. Hier, wer AfD wählt, wählt Nazis. Fuck AfD. Das kommt von den Kommunisten damals. Ja, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Und das, die klauen praktisch auch noch Ideen. Und das darf nicht sein. Also Plagiat, das kotzt mich einfach an. Das finde ich das Schlimmste, wenn sich jemand erdreistet, Wissen darzustellen, was er nicht hat. Und deswegen lasst uns zurück zu unseren eigentlichen Forderungen. Und diese Forderungen natürlich in ganz kleinen, ein bisschen anderer Farbe. Und dadurch ein bisschen aufrüttelnd diese Forderungen nochmal bekräftigen. Und dann sollen sie mal gucken. Aber wir müssen es tun. Wir müssen auf die Straße dazu. Ja, schade. Mal sehen. Vielleicht bin ich in einem Monat wieder fit genug und dann haue ich mit dazwischen. Wer nicht weiß, was mit mir los ist, der sollte auf den anderen Kanal gehen. Mein Kampf mit Methadon gegen Krebs. Und dann weiß er, wie es mir geht. Es geht scheinbar immer ein bisschen besser, aber es gibt auch wieder Rückschläge. So, na dann. Hier auf Info-K, da ist das, was wir wissen müssen. Und dann ran an die Buletten. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen retten, was zu retten ist. 5 nach 12, Quatsch. Das schon, sind schon 2 Jahre nach 12. Aber wir müssen jetzt retten, was zu retten geht. Das war kein Nachtrag, sondern das war Variante A. Später kommt B, C, D. Her mit den Ideen. Ich mache was draus. Also, ran. Einen schönen Nachmittag. Und nicht gleich alles sofort. Oh, besser gesagt. Am besten alles aufschreiben. Verwerfen kann man es immer noch. Schadet nicht. Und ran. Also, einen schönen Nachmittag. Bis dann. Tschüss, tschüss.